Feder. Du verlagerst dein Geschäft oder wir drängen dich ganz raus. Nein, kein Interesse. Er bietet dir einen Ausweg an. Pack will seine Kohle. Durchsuche das Päckel. Und wenn du mein Geld da nicht findest, dann töte diese Betrüger. Wie kommen Sie an die Nummer? Geht's Ihnen etwa nicht gut? Mein Bruder wurde ermordet. Bill ist ja grauenvoll. Wie? Erschossen mit einer Armbrust. Sind unerklärlich populär da, wo ich herkomme. Ich muss wohl nach Hause fahren. Du siehst genauso aus wie er. Deswegen spricht man ja von Einreich. Brady? Verdammt, was ist hier eigentlich los? Sieht aus, als wäre ich wieder auferstanden. Was? Du hast ihn verkünden lassen, du seist tot! Na schön, also gut, tut mir leid, aber es war die einzige Möglichkeit, dich herzulocken, verstehst du? Pass auf, es geht darum. Wenn ich nicht aufkreuze in Tarz, stecke ich voll in der Scheiße. Es ist nötig, dass du Brady bist. So wie wir es früher gespielt haben. Wir ähneln uns heutzutage gar nicht mehr. Ist dir das noch nicht aufgefallen? Was sagst du? Du hast dir den albernsten Haarschnitt in der Geschichte der Menschheit verpasst. Bolger hat gesagt, du bist so ein berühmter Denker. Der ist richtig berühmt. Und dafür zahlen sie dir was? Ja, sie schreibt Gedichte. Ich wollte sie und Colleen neulich zum Dreier überreden, aber die Ladies wollten einfach nicht. Das ist mein Allerheiligstes. Hey, hey! Wie ist es möglich, dass du gleichzeitig so brillant und so monumental egoistisch und blöd bist? Nein, ich denke nicht. Nein? Aber du weißt, was du da angezettelt hast mit ihm. Und er wird tot sicher nicht locker lassen. Und? Jetzt erwartest du, dass ich nett bin. Hast einen höheren IQ als dein Bruder. Doch Billy hat dich überholt. Nein, so läuft das nicht. Wieso solltest du aussehen wie ein Hassverbrechen? Komm her, Kleiner. Na, damit keiner auf Drogen kommt.